Alles. Es muss sich alles, alles ändern. Sex ist auch kein. Sex ist auch kein. Sex ist auch keine Lösung, aber fühlt sich so an. Liebe ist keine endliche Ressource. Die haben ja da auch so ein Frühteilsding am Lauf. Wo alle unsere Freunde waren und schrien, ich war so freu. Okay. Feministische Frau ist nicht mehr rosa als Genderfarbe, sondern lila. Ich bin Benny Farr. Ich bin Agatha Paulina Klaasen. Ich bin Nestia Rexi, 27 Jahre alt und komme aus Bremen. Hi, ich bin Billy, ich bin 22. Und ich bin sehr queer. Ich bin polyamor und pansexuell. Ja, moin, ich bin Luca. Ich bin Dab. Ich bin Sophie und wir leben in einem polyamoren Konstrukt. Und in meiner Kunst versuche ich dafür einzustehen, dass ich als Mann nicht darin eingeschränkt werde, wie ich mich zu kleiden habe oder wie ich zu sein habe. Also es ist auf jeden Fall für mich eine kleine Mutprobe, mich jetzt hinzusetzen und zu sagen, ich sag irgendwas zu dem Thema. Ich sag, dass ich das gut finde, ich finde Sex super. Ja. Aber man muss keinen Sex haben in einer Beziehung, um glücklich zu sein. Es muss jetzt auch nicht immer 2-3 Stunden sein. Wenn Lust da ist, dann soll Lust gelebt werden. Zum ersten Mal so richtig mit meiner Sexualität dann konfrontiert, wurde ich, als ich mich zum ersten Mal verliebt habe. Weil das auch für mich, Sexualität ist sowas Offenes, sowas Schönes eigentlich, sowas, wo man, warum setzen wir uns da Grenzen? Wenn man weiblich sozialisiert ist und das Wichtigste, was die Gesellschaft einem beigebracht hat, ist erotisches Kapital und man ist aber eigentlich eine asexuelle Person, das passt nie so richtig zusammen. Hi, ich bin Finn. Ich bin Paula. Und wir sind ein heterosexuelles Pärchen. Also wir sind Amor Vitam und Gaijin. Unsere Leidenschaft anstatt Sex ist auch keine Lösung. Für uns ist die Lösung Kinbaku oder ein Bondage. Die sagen dann auch danach, ich habe noch nie einen schwulen Menschen in meinem Leben getroffen. Ich so, Digga. So, als ob. Sex ist auch kein. Ja, ich bin Domina. Sex ist auch kein. Aus Leidenschaft und Perfektion. Vielleicht weniger normal, aber das liegt an der Norm und nicht an mir. Und dass bis heute die Kirche diese Geschichte nicht umerzählt und nicht ganz klar sagt, wir entjungfern unsere Jungfrau Maria, ist für mich einfach ein Todesurteil für diese Institution. Wir haben einen relativ doch großen Altersunterschied von 14 Jahren. Also ist ja doch nicht unbedingt immer das Normal. Was andere davon denken, ist mir relativ egal, aber mir ist es wichtig, wir sind in einer lesbischen Beziehung, weil die romantischen und auch erotischen Beziehungen von Frauen zu Frauen oder von weiblich sozialisierten Menschen zueinander im Patriarchat halt normalerweise nur für den Male Gaze stattfinden. Ich habe meine Tage, aber ist mir jetzt wurscht. Dann lege ich ein Handtuch hin und gut ist. So, also wenn man sowas anfängt zu zeigen, so. Den Mut zu haben und auch viel auf die Fresse fallen. Also sind mir ganz viel auf die Fresse gefallen mit der ganzen Nummer. Das lässt sich auch nicht vermeiden. Das gehört auch zum Prozess dazu. Also es ist nicht alles immer Sunshine und Blumenwiese. Wann ist wer in unserer Menschheitsgeschichte auf diese verkackte Idee gekommen, das alles so zu verdrehen? Mehr Liebe in die Welt. Unbedingt mehr Liebe in die Welt und sie zulassen, fühlen. Und wenn man etwas liebt, ist diese Leidenschaft mit anderen Menschen zu teilen und sie nicht verstecken. Das würde ich ganz wichtig finden.